Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und ja, ich wollte schon fast wieder Legion sagen. Und zwar leveln wir heute wieder meinen Lightforged Draenor ein wenig weiter. Und der ist mittlerweile Stufe 98, wie ihr seht. Also sprich, wir sind im Endspurt von hier WoD. Und ja, jetzt basteln wir noch ein paar Sachen auf. Ich habe hier auch quasi den Alligator der Wahnsinnige habe ich dabei, der mich ein bisschen supportet, was recht nett ist, weil dann gehen die Bonusziele halt wesentlich schneller. Das also ist einfach so, wenn ein 110er dabei ist, der dir das Zeug umboxt, geht es echt besser. Definitiv. Jetzt machen wir hier noch ein paar Sachen auf. Ich glaube, ihr braucht sogar, macht die Sachen auch mit auf. Ich weiß gar nicht, ob er die für eine Tiefe noch mitnimmt oder irgendwas. Und ich habe mir jetzt eben noch Archäologie geholt. Das ist vielleicht wichtig für die Leute, die sich jetzt wundern, dass ich alles aufmachen kann. Ja. Hier, wenn ihr ein Spitzenfan Arrak seid, solltet ihr euch Archäologie besorgen, denn dann habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr auch die Archäologie-Sachen aufmachen könnt und ihr müsst nicht Archäologie farmen, sondern euch reicht es quasi Archäologie 1 zu haben. Also ihr müsst nur zum Lehrer gehen, Archäologie quasi einmal holen, dann könnt ihr dieses ganze Zeug mit aufnehmen. Und vor allem diese ganzen Kisten, die meistens hier sind. Und die bringen halt alle 20.000 EP, ne? Und wenn ihr holt, halt 40.000. Also ich level ja, wie ihr wisst, in WoD nur darüber und das geht halt irre schnell, ne? Also das kann man nur jedem empfehlen, macht nichts anderes, das ist der Shit, ja, quasi. Und mit Archäologie kannst du halt alle aufmachen, ne? Sonst kannst du halt nur, ja, ich weiß jetzt nicht, also ich nehme mal an, so ein Drittel von den Dingern sind Archäologie-Sachen, zwei Drittel sind nicht Archäologie-Sachen, ne? Und dann kannst du halt nochmal ein Drittel mehr mitnehmen, also es lohnt sich schon. So, was haben wir denn? Da oben, das hier brauchen wir noch. Das ist auch wieder ein Archäologie-Teil. Wunderbar, da gibt es sogar noch diese Archäologie-Dinger, die man auch im AH verkaufen kann. Und mit diesen Teilen kann man immer noch hier diese Sonderteile. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ich bin doch jetzt gefaced. Ach, du stehst da drin, geh mal weg da. Stehst genau in dem Archäologie-Ding drin. Du musst hier dieses Phasing-Ding aktivieren. So, ich würde sagen, die anderen holen wir jetzt mal Netz. Gehen wir erstmal darüber. Gehen wir jetzt mal erstmal so runter. Da sind nämlich. Das habe ich da aufgemacht. Okay. Achso, warte mal, da oben haben wir noch eins vergessen. Da sind nämlich die ganzen Bonusziele. Dann nehmen wir die erstmal mit. Die bringen nämlich schon mal sehr, sehr gut EP. Ne? Ich habe jetzt auch den War-Mode an. Krieg nochmal 10% mehr und ich habe auch nochmal das Fläschchen drin, was ich diesmal mal nicht vergessen habe. Ich werde jedes Mal von den Leuten im Stream quasi einmal erinnert. Achso, mich fragt gerade einer wegen der Community. Ich habe die Community einmal unterm Stream, musst du mal gucken, sind die Communities verlinkt. Sowohl die Battle.net-Community, also die Launch, da solltest du, also wenn du Interesse an sowas hast, solltest du auf jeden Fall in die Launch gehen. Und die anderen beiden Communities, die sind aber nur chargebunden. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist. Da kannst du halt wirklich auch die Leute einladen. Aber die sind halt wirklich, muss mit jedem Char einzeln rein und das ist, na, weiß ich nicht. Ich habe sie mal erstellt, mal gucken, wie wir es dann mit den Dingern machen oder handhaben. Aber die Launch, die ist auf jeden Fall interessant, denke ich mal. Weil da kann jeder mit einem Battle.net-Ding rein, da musst du nur einmal mit einem Battle.net joinen, nicht mit jedem Char einzeln. Das habe ich gestern extra noch gemacht, dass ich es nicht vergesse. Ich muss so Zeug immer gleich während dem Stream dann noch einstellen und machen, sonst vergesse ich es wieder und dann passiert das quasi nie, ne? Deswegen hatte ich da gestern im Stream ein bisschen rumgebastelt und ja. Aber jetzt haben wir es auch. Ich habe es auch auf Twitch eingefügt, falls ihr jetzt auf Twitch seid und euch wundert, wo ist das Zeug, ist relativ weit unten. Ich habe das mit den Panels nicht so ganz hingekriegt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und jetzt hier wird es interessant, weil da sind relativ starke Mobs und hier muss man so komische Bomben schmeißen. Mach du mal die Mobs, ich schmeiß die Bomben, würde ich sagen. Ich schmeiß bisschen Bomben hier. Bomben schmeißen bin ich gut. Lockbar! So. Da hinten müssen wir hin, da ist glaube ich dann noch ein Boss. Also hier oben ist auf jeden Fall ein Boss. Hier. Und, ach, da unten habe ich noch eine Bombe, ne? Die nehme ich jetzt mal noch mit. Ah, den haben wir nicht ganz durchgekriegt. Schmeißen wir jetzt mal auf dem drauf.
So, was brauchen wir denn jetzt noch? Also den Boss brauchen wir da oben noch. Und wir brauchen dann den Käferboss in der Höhle und wir brauchen noch einige Käfer dann. Da geht er hops. Mal, sehe ich die jetzt auf der Karte? Nee, da hast du bloß jetzt wieder so angezeigt, ne? Blöd, dass du das jetzt nicht mehr so gut siehst. Bei dem anderen habe ich es einmal gesehen. So, wir brauchen jetzt hier diese ganzen Selektiden-Viecher quasi. Und dann brauchen wir den in der Höhle noch. Da sind, glaube ich, auch nochmal relativ viele dann in der Höhle drin. Genau, also da hinten runter müssen wir. Mal schauen, wie viel brauchen wir jetzt noch? Achso, wir müssen noch Granaten zünden. Geh du mal in die Höhle rein und kill mal den Boss. Ich schau mal, ob ich noch ein paar Granaten finde. Ah, schau mal an, da haben wir doch noch welche. Bloß ran sneaken. Wunderbar. Schauen wir mal, ob da noch irgendwo eine Granate ist. Die haben wir schon aufgehoben. Ah, schau mal, da hinten ist wohl, da komme ich schwer ran. Da ist auch noch eine. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt bloß noch den Boss in der Höhle. Dann haben wir es auch schon. Hier, warte mal, wo war der Höhleneingang? War hier irgendwo. Ne, warte mal, eins weiter. Hier war er. Da ist der Höhleneingang. Irgendwie hat das jetzt nicht gezählt. War ich zu weit weg? Brut. Nee, das hat irgendwie nicht gezählt für mich. War das ist die falsche Höhle? Hat es für dich jetzt gezählt? Warte mal. Wobei, die wird mir da hinten angezeigt. Ich glaube, das ist die falsche Höhle, oder? Schau, die Höhle ist es. Da müssen wir rein. Ja, das war die falsche Höhle. Die müssen wir nämlich batschen. Die Tusse. Das ist nämlich Brutmutter, ja, sie ist weiblich. Ich hab das schon ausgecheckt quasi, wie der Hase läuft. Ja, seht ihr, 136.000. Das ist halt ein gutes Stück, das du kriegst. Ein gutes Stück an EP. So, und dann hier unten haben wir nämlich gleich noch eins und hier ist auch nochmal eins. Und dann war es das hier quasi mit Bonuszielen, ne? Dann war es das. Oh, schau mal, Rückmal ist auch gerade am Start. Sollen wir einfach mal antappen? Vielleicht kriegen wir ja einen Mount mit. Das kann ich ja dann sogar dir handeln. Oh, schau mal, das sind Allies, die den Hordler, die den bekämpfen. Soll ich vielleicht lieber weggehen? Bin immer noch im Fight. Was ist denn das? Oh, die haben die dich gekillt? Okay. Die wollen Ärger. Weg hier. Ich hab nichts gekriegt. Oh, 23 Gold gab's. Aber sonst habe ich nichts gekriegt. Ach, Kacke, dieser Rülock. Rülock. Krass, ja. 23 Gold, wuhu. Warte mal, da hinten, da ist auch noch ein Bonusziel drin. Das können wir noch mitnehmen. Besser. Ich mach schon mal Fässer auf. So, was brauchen wir denn hier noch? Hinten brauchen wir noch diesen Messerfaust-Typen. Er ist irgendwo da.
Oh, die geben ganz schön aufs Maul, die Typen. Glaub, die hätte ich nicht alle pullen sollen. Oh, fuck. Ich hab sie gerade nochmal betäubt. An der Freiheit. Uhuhuhuhu. Cheat. Okay, das war eine knappe Kiste. Okay, ich glaube, da hab ich mir ein bisschen zu viel eingebildet. Ein wenig. Eine Hydra brauche ich dann, glaube ich, noch. Grimzahn. Ah, da hinten haben wir noch eine. Hast du auch noch eine? Hier hinten gab es früher ein Pet, aber das scheint anscheinend gar kein Ding mehr zu sein. Das ist so ein Schatz. Warte mal, bringt der vielleicht auch EP? Oh, ist ein Boss schon umgenudelt, okay. Oh. Der Hydre. Ja, okay, aber das hat jetzt keine EP gebracht, aber zumindest ein Pet, das man vielleicht verticken kann. So, eine Hydra brauchen wir noch. Eine kleine. Oh, die ist sauer auf mich. Die ist sauer auf mich. Okay, hier sind irgendwie alle tot, ne? Haben wir keine mehr? Da hinten. Schau, da hinten ist noch eine Hydra. Da haben wir doch noch eine. Ob ich Zulianischen Tiger, nee, den habe ich leider nicht. Den muss ich mir noch irgendwann mal im Black Market zusammen ergaunern. Den habe ich leider nicht. Ich habe den Spektraltiger, den habe ich. Wieder da vom Mitternachtssnack. Und was gab's vom Mitternachtssnack? Irgendwas Brauchbares? Na komm, Krepier. Ja, die Hydran, die halten hier einiges aus. Nice, Level Up. Jetzt sind wir 99. Kommst du irgendwie mit dem Allianzler? Wenn du das Zeug machst, kommst du schneller? Also kriegst du mehr EP als das Hordler, ne? Ich glaube, 99 wurde ich erst hier drüben mit dem Hordler. Ich habe ja gestern mit dem Hordler den Shit gemacht, ne? Udeloder. Das Ding kannst du, glaube ich, vergessen. Das kannst du nur mit so einem Hund ausgraben. Hier brauchst du erst den Schlüssel. Ah, ich weiß schon, wie das mittlerweile funktioniert. Also, hier müssen wir den Schlüssel irgendwo besorgen. Der flackt irgendwo hier rum. Ach, da hinten, genau. Schlüssel. Dann brauchen wir das Ding hier. Theoretisch könntest du hier auch noch freiquesten. Und es gibt quasi in dem Gebiet hier eins von den beiden von den Gebäuden bringt, glaube ich, auch nochmal einen EP-Boost, auch nochmal, glaube ich, 20% oder so. Und dann das Zeugel erst aufmachen, ne? Dann würdest du halt noch mehr EP kriegen, aber da musst du halt wirklich eine Questreihe machen, die 20 Quests oder so sind. Und das rentiert sich, ehrlich gesagt. Also meiner Meinung nach rentiert sich es nicht, weil bis du 20 Quests gemacht hast. Ja, kannst du wahrscheinlich auch alle Bonusziele und alle Dinger hier in dem Gebiet machen. Ach, kacke, jetzt hab ich den noch geaddet. Ich wollte den anderen Mob outrangen. Hab hier noch so ein Gammelfiech geaddet. Stirb. Oh, was ist das? Spuksense. Cool aus, wird beim Aufheben gebunden. Jetzt lass die beiden Dinger noch holen und dann lass mal unten das Ganze abklammern. Da haben wir nämlich nochmal ein Bonusziel. Das Gasthaus. Aber wie, weißt du, wie viel Prozent es sind? Ich meine, es waren 20%, oder? Es waren, glaube ich, mehr als 10 auf jeden Fall. Ja, aber, also, du musst halt hier oben anfangen, hier einmal durch das Gebiet questen, bis du das Lager hier frei questest. Und das sind halt schon viele Quests, ne? Also, das ist nicht mal so eben gemacht.
Muss irgendwo was flacken. Das habe ich das letzte Mal schon nicht gefunden, ne? Wo das Zeug flackt. Ja, wo ich bin ein bisschen blöd. Ich muss genau hier flacken. Oh yeah. Hey, vielen Dank fürs Hosten. Freut mich sehr. Wo ist denn das? Also, ich hab's beim Hordler schon nicht gefunden. Ich glaube, ich bin ein bisschen blöd für sowas. Oder zu blöd für sowas. Leider. Ach ja, komm, ein Ding können wir flacken lassen. Lass lieber dann unten das Ding. Oder lass nach drüben fliegen und diese komischen Urnen aufsammeln, weil die bringen relativ viel. Holy Powder, ja, Grüße gehen raus. Danke dir fürs Hosten. Hier hinten, die bringen relativ viele EP. Lass die mal einmal holen. Weil du kriegst dann erstmal die Grund-EP, ne, die du bei allen kriegst. Und außerdem kannst du sie einsetzen. Und wenn du sie einsetzt, kriegst du hier unten die Erholung hoch. Und es ist nämlich so, dass diese ganzen Bonus-Dinger quasi mit der Erholung skalieren. Und das ist relativ cool, weil dann kriegst du halt das Doppelte an EP. Wenn ihr jetzt guckt, jetzt kriege ich auf einmal 36.000 und nicht mehr hier um die 20. Ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall, die Teile aufzusammeln, weil du quasi Doppel-EP rauskriegst. Ein Eulchen für die Nacht, okay, ja, das freut mich. So. Ah nein, da habe ich das letzte Mal schon ewig rumgebastelt. Irgendwo da oben im Baum war es drin, aber du siehst halt hier so schlecht rein, ne? Hier ist es, schau mal an. Da ist das Ding. Und immer gleich einsetzen, dass man nochmal die extra EP kriegt. Ich denke, dass ich hier auf Level 100 werden könnte in dem Gebiet. Dann brauche ich eigentlich hier drüben gar nicht mehr viel machen. Weil ich ja quasi immer hier in WoD bis 101 spiele und ab 101 dann quasi nach Legion gehe, weil dann bringen diese Bonus-Dinge auch weniger EP, ne? Dann kriegst du halt nur noch. Was, 15 oder 20% meinst du? Okay, das kann gut sein. Brötchen mit Bratwurst, ja gut, das wäre jetzt auch nicht so schlecht, ne? Ich habe jetzt hier meinen Salat noch, diesen halbseidenen liegen. Ob der jetzt so prickelnd ist, ist jetzt mal eine andere Sache. Schau mal, hier oben muss auch nochmal. Ach, da haben wir es. Andere Seite vom Baum musste. Hier ist das Ding. Da liegt's. Wieder einsetzen. Und dann lass mal das Ding hier unten machen. Das ist das nächste, was. Da ist nämlich auch nochmal so ein Bonus-Ziel. Das letzte, was hier im Gebiet ist. Mal gucken. Das dürfte, ja, 130. Naja, ich denke mal, wenn wir hier nur alles mitnehmen, dann kommen wir bestimmt noch auf Level 100. Ne? Das halbes Level ist es noch. Hier haben wir schon noch ein paar Sachen rumflacken. Oh, der Einschlag hat aber gut Schaden verursacht an den Viechern. Da gehen sie hops. So, ach so, die Dinger müssen wir aufmachen, ne? Die Dinger müssen wir. Senf für die Verdauung, so. Na dann. Na gut, hier oben habe ich fast nur alle stehen, also das bringt schon mal ganz gut was. Würde ich mal sagen. So, die ganzen Bosse hier noch mitnehmen. Machen wir noch auf. So, wir brauchen jetzt noch zwei von den Dingern. Müssen wir aufmachen. Und wir brauchen den letzten Boss noch. Der ist ganz unten. Warte, ich trinke mal jetzt mal nebenbei noch was. Oh nein, und ich muss nachher wieder dieses Jump-Event machen, das ich letztens schon so semi-gut hingekriegt habe. Ja, da müssen wir dann mal noch gucken, wie wir das hinkriegen. So, wir müssen hier so ein Zeug nur aufmachen. Die beiden brauchen wir noch. Wunderbar. Wieder 138.000, wird immer mehr EP, was wir hier kriegen. Dann fliegen wir so einmal die Runde und dann schlängeln wir uns hier hoch, hier, und dann sind wir damit fertig und dann können wir eigentlich schon nach Nackrand gehen. Und dann werden wir von Nackrand gar nicht mehr viel brauchen, ne? Also,
Dann werden wir wahrscheinlich bloß mal es anschneiden noch. Theoretisch können wir in Nackrand dann die ganzen Bonusziele machen, weil wir sind ja so relativ schnell unterwegs. Oder ich müsste mal testen, wie viel weniger man dann kriegt, wenn man 100, 101 ist. Aber ich glaube, dann rentiert sich's nicht mehr, die Sachen zu holen. In Mob-Raids, also ich hätte eigentlich gesagt, bis vor kurzem alleine kannst du es machen. Wahrscheinlich nicht alle Achievements. Manche Achievements sind so gestaltet, dass du manchmal mehrere Leute brauchst, ne? Das kommt aus Achievement drauf an. Aber von der Schwierigkeit hätte ich vorm Pre-Patch dir gesagt, dass du alle Instanzen alleine machen kannst, auch 25 HC. Jetzt war ich natürlich seit dem Pre-Patch nicht mehr in allen Mob-Instanzen, weil ich keine Mounts oder irgendwas brauche. Ich habe aber letztens zumindest eine getestet, weil jemand gemeint hat, die Instanzen kannst du nicht mehr laufen und geht nicht mehr. Ne? Dann habe ich das mal getestet. Und schau mal an, hier mit dem Draenor komme ich hier rein mit den. Wisst ihr noch, gestern bin ich hier mit dem Tauren nicht reingekommen. Ich bin schon richtig aufgeregt. Mit dem Draenor komme ich rein, weil einer behauptet, hier kommst du mit allen nicht rein. So, zurück zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar. Achso, ich kann ja. Ne, ich kann doch nicht aufsteigen. Ich war gestern in einer MOP-Instanz drin und das ging relativ easy. Das ging relativ easy. Also, die dürften eigentlich alle noch easy machbar sein. Dürften, ja. Ich kann es dir nicht hundertprozentig bei jeder sagen, weil ich nicht alle getestet habe, ne? Kann auch sein, dass dann manche Fähigkeiten buggy sind vom Scaling und dass dich irgendwas one-shottet, ne? Aber so denke ich mal, dass du die meisten alleine machen dürftest. Was zum Beispiel nicht geht bei Chinkun, da musst du so ein Ei fangen, ja. Das kannst du, glaube ich, nicht alleine machen, weil sobald du es gefangen hast, kannst du keinen Schaden mehr verursachen. Vielleicht mit der Pet-Klasse. Aber das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. So, leg deine Beute ab. Hat ja nicht mehr EP gebracht. Okay, das brauche ich das nächste Mal nicht mehr machen. So, warte, das holen wir noch. Ich glaube, ich tauche nach dem anderen. Da hinten tauche ich gar nicht. Das dauert ewig, bis du dahin getaucht bist. Da brauchst du echt ewig. Ich bin eh schon relativ weit vom Level. Da lasse ich jetzt mal die Ätzenden. Lasse ich einfach flacken und gut ist. Weil warum jedes kleine Ding machen, wenn du quasi. Oh, der war verbuggt. Wenn ich eh easy auf Stufe 100 hier noch komme und dann habe ich ja noch mal ein komplettes Gebiet, beziehungsweise ich hätte Tannen-Dschungel auch noch. Wisst ihr, was wir machen? Wir testen danach mal Tannen-Dschungel, ob das vielleicht auf 101 noch gut EP bringt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ja. Einfach aus dem Grund. Warte mal, habe ich noch so einen Trank? Ah, doch, drei habe ich noch. Weil das meistens so ist. Obwohl, vielleicht haben sie es ja seit dem Pre-Patch geändert, ne? Das könnte natürlich gut sein. Müssen wir mal gucken. Was meinst du, ein Run für die Community? Meinst du jetzt hier die Achievements? Oder was meinst du? Ach, wo ist denn das Ding schon wieder? Das habe ich letztes Mal schon gesucht. Aber das müsste genau hier sein. Da im Wasser unten? Keine Ahnung, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Lassen wir das. Wie gesagt, ich habe die. Nee, ich will keine Faulheit belohnen. Also, ich glaube, es gibt genug Leute, die auch diese Sachen machen wollen. Und ehrlich gesagt, ich habe das schon zu Genüge damals gemacht. Da muss mir schon ganz langweilig sein. Und im Moment habe ich noch genug zu tun, ehrlich gesagt. Im Moment habe ich noch genug zu tun. Muss ich dich leider enttäuschen. Weißt du noch Gnomeregan? Oh mein Gott, ja, ich weiß Gnomeregan noch. Ich hab so die Krise gekriegt. Da hab ich echt die Krise gekriegt, Gnomeregan. Da bin ich echt froh gewesen, dass wir den Shit endlich fertig hatten. Das soll jetzt richtig einfach sein, ne? Hab ich gehört. Das soll richtig einfach geworden sein. Und ich hab mir da zwei Abende, hat's mir die Nerven gekostet. Was ist denn das hier? Konnte ich da gerade irgendwie draufklicken? Das sieht krass aus. Das habe ich noch nie gesehen, das Ding hier. Das sieht aber krass aus.
Ja gut, egal, wir machen jetzt erstmal die Sachen hier weiter auf. Okay, oder wir fallen runter und machen sie nicht weiter auf. Halt. Ja, geh weg. Komme ich denn da drauf? Ah, oh, ich bin drauf. Okay, passt. Nice one. Die schönste Nacht unseres Lebens. Ja, also das war es bei mir definitiv nicht. Also, als ich es dann hatte, ja. Aber der. Kannst du dich an den Abend davor erinnern, wo ich da drin war und die Leute irgendwie wie die letzten Menschen gespielt haben und ich da schon echt am Verzweifeln war mit den Leuten? Also, puh. Da war ich echt richtig am Verzweifeln. Ja, dieses ganze Zeit im Kreis kiten. Meine Herren. Also das muss ich nicht unbedingt nochmal machen. Ein Kollege meinte schon, ob man das nicht sellen kann, weißt du? Wenn man es halt drauf hat, aber ich weiß auch nicht. Weiß es halt nicht, wie schwer es mittlerweile ist, ne? Das müsste man halt mal gucken. Das müsste man mal gucken. So, jetzt können wir hier und dann die paar Sachen nur abgegrasen. Jetzt halt immer noch wieder. So, so. So, so. Ja, man hat's nicht leicht, ne? So, wo ist das? Das Flak da. Hab ich noch? Ach, schau mal, ich hab doch noch so eine. Ach, scheiße, die kannst du ja ab Ding nicht mehr benutzen ab 100. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich da so eine Ding noch rumflacken hab. So, jetzt bin ich Stufe 100. Glaube, ich bin noch nie hier Stufe 100 geworden, ne? Ah, das macht der Warmode aus, ne? Ich glaube, das macht der Warmode aus. Das ist natürlich dann schon eine schicke Sache. Wenn du natürlich von keinem umgeboxt. Gut, ich wurde einmal umgeboxt, aber das war einer, der eine Mal gelevelt hat. Der hat zwar miese Tricks benutzt, aber trotzdem, ja. War zumindest keiner, der mich abfarmen wollte. Ach, Hulonmon, hä? Jo, danke dir. Thank you. Was für einer? Ah, der ist anscheinend hier auch im Leveln. Zodaloda. So, jetzt wären wir einmal hier noch rum. Also ich mache das ja immer bis 101, ne? Weil das immer noch die gleiche EP bringt mit 100. Du musst mal gucken, ob du Wormhole anhast oder nicht. Und zwar gibt es jetzt quasi immer zwei gefacete Sachen. Ich weiß, dass man mit 98 schon nach Legion kann, aber es gibt nichts Effizienteres, als die Sachen hier aufmachen. Deswegen mache ich das, solange es geht. Und es geht halt so, also bis, also ab also 100 bringen die immer noch genauso viel EP. Erst ab 101 bringen sie weniger EP. Und das werde ich jetzt dann gleich mal testen, ob die das vielleicht jetzt mit dem Ding geändert haben, mit dem Level-Squishen oder Item-Squishen. Ja, da, aber komm, Gerka. Keiner, der irgendeinen Shit farmt, macht Warmode an. Also mach den scheiß Warmode aus und du siehst die Leute. Also nicht böse gemeint, aber das war jetzt relativ leicht zu durchschauen, warum das nicht funktionieren könnte. Bist halt in den Warmode gefaced und irgendjemand, der da angeln will, der macht sicher keinen Warmode an, weil er halt einfach nur angeln will und nicht gegen irgendwelche Leute kämpfen, ne? Du kannst davon ausgehen, dass alle, die im Tool irgendwelche Gruppen anbieten, kein Warmode anhaben, weil die ja irgendwas Spezielles machen wollen und gerade nicht Lust haben, da sich mit anderen zu prügeln. Ne? Deswegen mach den Warmode nur an, wenn du nicht in Gruppen willst. Weil wahrscheinlich werden über 90% den Warmode aushaben. Außer sie wollen halt leveln und mehr EP kriegen. Ne? Wollte ich nicht Ring des Blutes machen? Ach so, das könnte ich auch noch machen, ja. Warte, habe ich noch so einen Trank? Ja, einen habe ich noch. Aber ich will jetzt erstmal das Gebiet noch fertig machen. Danach gehe ich nach Nagrand. Dann schauen wir mal, wie viel EP das bringt. Dieser Ring des Blutes. Und das Gebiet mache ich noch fertig. Das sind jetzt hier noch ein paar Sachen. Bevor ich darüber fliege, weißt du? Bevor ich darüber fliege. Halt, das nehmen wir noch mit.
Dann können wir dann gleich noch da drüben von mir aus den. Also, ich weiß jetzt nicht, meinst du, dass das so effizient ist? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mehr kriegst als. Ja, obwohl mit Quests und wenn du den Mob instant killst, ne? Aber wir können das ja mal testen. Ich hab den halt ewig nicht gemacht, ne? Ne, den hau ich jetzt nicht um. Wo muss ich denn hin? Den range mal aus. Hier in das komische Zelt muss ich irgendwo rein. Mehr. Ach, schau, ich könnte mal skillen. Hier nehmen wir Seraphim mit. Das war immer gut, Seraphim. Seraphim. Das war immer der Damage-Spec quasi. Und ich spiele immer den Damage-Spec. Das wisst ihr ja. Damage-Spec. So, wo ist das Ding? Halt, was mache ich jetzt hier? Hier ist es irgendwo. So, eine Brücke? Was ist denn das? Ach, da ist das Flak da an dem Brückenpfeiler dran, habt ihr das gesehen? Innerhalb vom Brückenpfeiler, da unten drin. Da ist es. Die Dinger sind schon teilweise tricky. Also ganz ehrlich, wer die als erstes gefunden hat, ne, das war ja irgendjemand, der das erstmal alles finden musste. Du musst ja unter jeder Brücke, unter jedem Scheißdreck, musst du ja gucken, ob du so einen Scheiß findest. Also da bist du echt gut beschäftigt, das kann ich euch sagen. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht so einfach gefunden. Oh, dass man immer so ewig im Fight ist, ne? Hier ist auch eins unten dran, das ist auch richtig dreckig. Da musst du auch irgendwie so ganz von der Kamera unten reingucken, dass du es findest. Seht ihr das? Da kriege ich es ran. Aber nur weil ich auch weiß, dass es da drin ist, das findest du nie und nimmer sonst. Nie und nimmer. Meinst du wegen Data Mine? Also, ich kenne mich mit Data Mine zu wenig aus, ja, das muss ich sagen, aber ich dachte, dass sie bloß, also ich dachte, dass sie bloß Dings rauskriegen, dass sie bloß die Namen rauskriegen und dass sie nicht unbedingt rauskriegen, wo die Positionen von Sachen sind, aber da kann ich mich auch irren, da weiß ich einfach zu wenig, ne? Das kann auch jetzt ein Trugschluss von mir sein. Das kriege ich nur mit zum Trank, das mit dem würde ich es kriegen. So, dann können wir nochmal zurück, dann kriegen wir es. Oder das hören wir dann beim Rückfliegen wiederholen. Dann können wir da noch hin. Dann nehmen wir die drei noch mit. Hab ich eins vergessen? Komisch. Anscheinend habe ich nochmal eins vergessen. Ach nee, das ist noch eine Etage höher. Hier ist es. Also wie du da ohne Flugmond hochkommen sollst, frage ich mich auch, ne? Da musst du auch. Das geht gar nicht, oder? Kommst du ohne Flugmauern, kommst du da gar nicht hoch. Na, schon ein halbes Level haben wir jetzt auch schon wieder gemacht hier. Ach so, okay. Ja gut, dann. Das wusste ich nicht. Ich dachte halt nur, dass die. Hä, das haben wir doch schon aufgemacht hier drin. Oder? Ah ne, das ist ein anderes Zelt, okay. Das ist ein anderes Zelt. Ich hab mich geirrt. So, da haben wir noch eins und irgendwas hatte ich da unten vergessen, warum auch immer. Da hatte ich nur eins vergessen, das können wir dann noch schnell holen. Ja, wo ist das Ding hier? Ah, da hinter dem Fass ist es. Hinter dem Fass. Ah, 100 Garnisonsressourcen. Ach ja, das nimmt man doch mit. Holen wir das Ding, dann fliegen wir hoch, dann fliegen wir mal nach Ding rüber, oder? Nach Nackrand. Glaube ich, oben, oder? Muss ja fast. Shit, wo ist denn das, bitteschön? Genau, da kommst du auch sicher ohne Mount hin. Oder kannst du da hochlaufen irgendwie so ganz um? Schwierig, wahrscheinlich. Sehr, sehr schwierig. Kann ich mir vorstellen. So eine Scheißmücke. Oh ja, die bösen Terrormücken, ne? Nicht, dass sie dich aussaugt. Ja, und jetzt? Und jetzt droppen keine mehr, oder was? An Himmelsplitter? Oder über was regst du dich auf?
Hier, das Ding wollte ich noch einmal benutzen. Und zwar, jetzt haben wir nämlich den Trank. Es sind Riesenmücken, das sind solche Teile, weißt du? Das sind solche Riesendinger. Sein Freund bekommt das nicht. Bug Report geschrieben? Okay. Ja, das ist ja Kacke. Das ist echt Kacke. Hat er mit draufgehauen? Auf Alani? Ey, wir fliegen rüber zum Nagran, würde ich sagen. Da können wir dann gucken. Und dann will ich heute mal noch ausprobieren, was im Tannan-Dschungel so abgeht. Ob das dann noch EP bringt. Was? Die gibt's in WoW, die Riesenmücken. Die gibt's in WoW, da fliegen sie rum. Ja. Da fliegen sie rum. Schauen wir mal, wie weit ich jetzt beim Dings bin, hier beim Prestige. Ah, schau mal. Viel fehlt gar nicht mehr. 1400, dann habe ich wieder ein Prestige, dann habe ich Prestige 18. Ja, so nach und nach gibt sich da was. Das weiß ich nicht, du, ich angel selten bis gar nicht in letzter Zeit. Echt, 2 bis 3 Sekunden, okay, das ist krass. Vielleicht haben die das Angelsystem aber auch allgemein angepasst und du angelst jetzt schneller. Das kann natürlich auch sein, weißt du? Besser, dass die da was geändert haben. Die haben ja die ganzen Berufssysteme ein bisschen überarbeitet. Und dass sie dann halt da vielleicht irgendwas gebastelt haben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. So. Schau mal, jetzt habe ich hier das ganze Gebiet, da würde ich nochmal 3 Level kriegen in dem Ding. Weil das bringt ihm echt gut was. Wie man die Artefakte angekriegt. Oh, da habe ich damals gar keinen Guide zu gemacht, ne? Fällt mir gerade auf. Du musst spezielle Fische angeln. Und, also alle Rare-Fische in Legion. Und wenn du die ganzen Fische hast, dann kriegst du irgendwie so eine Perle, und dann musst du so eine Quest machen, so ein Szenario, und danach kriegst du die Artefaktangel. Also so funktioniert es im Groben, ne? Ist jetzt ganz, ganz grob erklärt. Mittlerweile kannst du die aber, glaube ich, auch im Haar verkaufen, diese Rare-Fische. Zumindest ein paar davon, meine ich. Und du kannst quasi einfach hergehen und die im Haar kaufen, wenn du keinen Bock hast, den Scheiß zu farmen. Also das geht halt auch, ja. Das würde halt auch gehen. Ab und an gewinnt man auch mal im BG, ne? Es kommt zwar selten vor, aber ab und an kommt da mal ein Win. So. Oh, da hinten haben wir wieder ein Bonusziel, das können wir da mitnehmen. Kill du mal hier diese Wölfe. Da müssen wir. Und warte mal, müssen wir, glaube ich, 2 Bosse. Genau, hier die Bosse müssen wir töten. Und einen Haufen Wölfe. Und ich versuche da mal hier die Dinger. Ach, da musst du irgendwie gucken, dass du drauf fällst. Na super, ich bin natürlich drunter gefallen. Das ist ein bisschen tricky, das Ding hier. Ach! Weil ich muss den tra neuen Trank wieder reinschmeißen. Ah, ich bin zu hoch. Jetzt kann ich gar keinen Trank mehr benutzen. Siehst halt hier aber auch nichts in dem Ding. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Da haben wir's. Da haben wir ihn. Weltrekord! So. Oh, was brauchen wir jetzt noch? Ein paar Wölfe brauchen wir noch. Komm mal hier hoch, da oben sind noch einige. Warte, ich zieh schon mal ein paar zusammen. Hey, danke dir fürs Abonnieren und fürs Followen auf Twitch. Und noch mal einer. Hey, vielen Dank. Oh. Okay, das. Weißt du, was wir jetzt machen? Ey, komm mal mit, wir machen gleich das andere Dingsziel. Weil ich bin kurz vor Level Up, dann zählt das, denke ich mal, in das andere noch rein.
Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das bringt eh nichts. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Jetzt los, zur späten Stunde hier noch. Bingelt's die ganze Zeit. Warte mal, das Zeug lassen wir jetzt flacken. Wir machen jetzt nur das Event hier noch. Und danach ist was, bringt's wahrscheinlich eh nichts mehr. So wie ich mir das denke. Mal die Quest hier. Na gut, die können wir eigentlich machen. Den müssen wir umboxen. Und diese ganzen Teile, da sind ewig viele. Die Schädel. Und die Geister musst du hier anquatschen, genau. Ich quatsch mal die ganzen Geister an und mach mal die Schädeldinger. Obwohl, der kämpft da, okay. Oh. Der will mich. Geh weg. Muss die ganzen Sachen hier anklicken. Hat jetzt keine Zeit für dich. Keine Zeit zum Spielen. Dodaloda. Weil ich bin nicht knapp vom Level ab und wenn dann der Proc noch kommt, dann zählt er hier quasi noch rein in das Level, weißt du? Wisst ihr, also so ist jetzt meine Überlegung. Ich weiß nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weil danach kriegst du, glaube ich, hier durch WoD-Content wesentlich weniger LP, sobald du auf 81 bist. Okay, warte mal, da haben wir noch eine, die ich anquatschen kann. Ah, schau, jetzt ist das Ding geprockt. Aber die Schädel, warte mal, die sind für die Quest, oder? Hier, was bringt die Quest jetzt noch? Die bringt immer noch 19.000, theoretisch. Hey, danke dir fürs Followen. Freut mich sehr. Kriege ich jetzt noch ein paar Schädel her? Weißt du, scheiß auf die Schädel. Lass jetzt mal testen, wie viel die Dings noch bringen. Das dürfte jetzt wesentlich weniger bringen. Hey, danke dir fürs Followen. Obwohl, die bringen immer noch 18.000, ne? Haben die das geändert? Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Warte mal, dann nehme ich die. Also wenn du danach immer noch weitermachen kannst mit dem Zeug, dann wäre das eigentlich recht nice. Dann wäre das eigentlich ganz nice. Aber da bin ich mir jetzt halt nicht so ganz sicher, ne, wie das genau am Skalieren ist. Wann habe ich denn mit der Episode eigentlich angefangen? Ich habe jetzt wieder gar nicht aufgepasst. Ich eigentlich bis 101 machen wollte. Das haben die doch jetzt angepasst, oder? Davor hast du nämlich wesentlich weniger gekriegt. Also so 20k für jedes Ding habe ich vorher auch schon gekriegt. Kannst du theoretisch mit dem Zeug hier noch weitermachen, ne? Könnte ich mein Ding sogar noch einholen, mein Druid. Weil so viel mehr EP brauchst du ja nicht, ne? Das ist ja minimal eigentlich gestaffelt. Dann könnte man die anderen Dinge auch noch machen. Es gibt ja auch noch Bonusziele. Wisst ihr, was wir testen können? Dann kann ich Tannan-Dschungel theoretisch auch testen. Und vor allem kann ich dann, vielleicht ist es dann ab 102, ne? Weil ihr seht, ich komme ja relativ schnell hier auch wieder weiter. Das wäre eigentlich ziemlich nice. So langweilig wäre ja nicht mehr der letzte Tag wäre. Ja, gut. Also, ich weiß halt nicht, ob du sie irgendwie in Dings benutzen kannst, weißt du, hier in, na, sag's mir, im neuen Addon dann in Battle for Azeroth. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die bringt dir nur in Legion was. In Dings wird sie dir wahrscheinlich nichts bringen. Aber ich hab mir den Legion zusammengespielt, aber ich hab die nie großartig verwendet. Eigentlich total gewastet, ne? Ist fast ein bisschen schade. So, jetzt muss man mal gucken. Ich glaube, ich weiß, wie die Kombi hier ist. Das Totem, das Totem, das Totem, das hier. Schau, ich weiß mittlerweile auswendig. Easy peasy. Easy peasy. Ja, irgendwann bleibt es hängen, wisst ihr. Irgendwann sickert das durch. Und dann weiß man so ein Shit auch auswendig und muss dann nicht jedes Mal gucken. So, jetzt machen wir erstmal die Sachen, die oben sind. Und dann fliegen wir nach unten. Das ist noch oben.
Dann machen wir die noch und dann fliegen wir hier runter. Ach ja. Oh, ich kann wieder BG queuen, ne? Queuen wir wieder rein in den Laden. Können wir mal gucken. Ja, gut. Naja, sonderlich viel habe ich nicht gekriegt. Wie hoch der Cautela ist? Der ist auf 103 mittlerweile. 103 ist er. Ja, dann könnte ich mit dem eigentlich auch nochmal einen Tanang-Dschungel vielleicht basteln, ne? Also, dann wäre das durchaus mal noch eine Alternative, die man mal testen könnte. Ich weiß halt nicht, es kann dann natürlich sein, dass man mit 102 dann gar keine EP mehr kriegt. Aber hier kriege ich jetzt immer nur 18.000 pro Ding, ne? Und ihr seht, also, das Level geht immer noch gut hoch. Jetzt habe ich schon die Hälfte wieder fertig. Also, man kann das weitermachen. Ich habe nämlich bis jetzt gedacht, bis 101 und dann ist Schluss, ne? Dass man dann keine EP mehr oder so gut wie gar nichts mehr kriegt. Aber. Wenn dann, war das noch nie so und das war irgendwie ein Trugschluss, ja? Oder das haben sie halt jetzt erst geändert. Das kann natürlich auch sein. Jetzt überleg mal, wenn du immer erholt bist, dann kriegst du ja genau das Doppelte. Dann könntest du das sogar bis Max machen. Was, warum Taurin-Paladin? Ich habe mir extra einen Taurin-Paladin gemacht wegen den Mounts. Es gibt zwei Paladin, es gibt zwei Paladin-Mounts, die nur ein Tauri kriegt. Deswegen habe ich mir so einen geboostet. Das ist der ganze Hintergrund. Welche verbündeten Völker mir noch auf 110 fehlen? Also, ich habe jetzt, als erstes habe ich den Void Elf Hunter hochgespielt. Also, Void Elf ist abgeschlossen. Den Monk Nightborn, den habe ich quasi heute auf 110 gemacht. Also, habe ich zwei. Dann der Hochberg-Taure, das ist mein Druid, der ist jetzt auf 103, ne? Und der letzte, den man im Moment spielen kann, ist der Paladin, ist hier der Lightforged Draenei und das ist der Paladin, den ich hier habe und der ist jetzt auf 101. Also sprich, sind alle meine, also wenn dann 110 oder über 100. Also sprich, muss ich jetzt eigentlich dann bloß noch, ja, so diese Legion-Invasionszeugel fertig machen und dann habe ich meine Chars soweit, ja. Das ist sehr gut. Und jetzt weiß ich nicht, wie lange ich jetzt mit dem hier noch EP kriege. Ich mache das jetzt mal weiter und guck mal, weil ich dachte eigentlich, dass es finito ist, sobald man 100 ist, ne? Also 101, aber es scheint noch zu gehen. Mal gucken. Ich denke mal, wenn ich hier das bastel und weiter so EP kriege, dann komme ich auf jeden Fall auf 102. Und vielleicht ist ab 102 dann Feierabend, ne? Vielleicht haben sie es einfach nur um ein Level hochgemacht. Wenn wir aber Glück haben, kriegen wir weiter EP bis zum geht nicht mehr, ne? Das kann gut sein, das weiß ich schlichtweg nicht. Okay, das weiß ich jetzt nicht, wie das beim Angeln in Legion ist, was da genau jetzt an Fertigkeiten steigt, ne? Ach man, wir wollten ja hier noch dieses Blutdings probieren, ne? Sollen wir das mal schauen, ob das EP bringt? Das neue Pegasus in Rot, ja, schon. Wo kriegt man das dann genau her? Das war doch eigentlich mal angedacht, dass man es in. Als 400 Mount Achievement Ding kriegt. Und dann haben sie jetzt, glaube ich, diesen grünen Dings reingebastelt, ne? Diesen grünen Alextrazer-Schreiter da quasi. Ah, ist das die Quest, oder? Oder muss man da ein Pre-Quest spielen? Für das, was du meinst? Genau, stimmt. Das ist aus der Hearthstone Promotion. Der Pegasus. Ich weiß, was du meinst. Pegasus. Das meinst du, ne? Das in Blau und das soll es dann irgendwo in Rot geben. Das hab ich vernommen, aber ich hab. Komme ich da jetzt mit der Wolkenschlange nicht rein? Ernsthaft? Ach, dammit. Ich will da rein, hier in das Loch. Weil das groß ist, weißt du? So geht's mir immer. Bitte. Und raus hier aus dem Laden. Oh, direkt in den nächsten Mob reingesprungen. Das war natürlich clever. Das war natürlich richtig clever. Warte, da hinten ist noch ein Schatz, der mir fehlt. Da, hä, warum habe ich denn da einen? Habe ich da einen vergessen? Den hätte ich doch vorher mitnehmen können. Komisch. Ah, schau, hier flackt er. Da flackt der Schatz.
Also ganz komisch, irgendwo habe ich den total übersehen dann. Den habe ich anscheinend auch noch nicht. Komm, dann nehmen wir den mit und fliegen dann hier unten die ab. Da können dann hier die abfliegen, einmal hier rum und dann, ja, bis dann bin ich easy. Wie man das blaue Mount kriegt, was ich gezeigt habe, da musstest du, glaube ich. Das war Hearthstones oder war das Hero of the Storm? Ich glaube, das war Hearthstones, ne? Musstest du in Hearthstones ein paar Games machen? Oder war das Hero of the Storm? Musstest du da Games machen? Ich bring's gerade, glaube ich, durcheinander. In einem von den beiden anderen Blizzard Games musstest du ein paar Spiele machen, dann hast du es gekriegt. Was Hearthstones? Okay. Das kann sein, ja. Ich habe danach aber auch nicht mehr großartig Hearthstones gespielt, muss ich sagen. Ich habe das nur wegen dem Mount quasi damals gemacht. Und dann ist das irgendwie bei mir, ja. War jetzt nicht unbedingt so das Spiel, was mich so fasziniert hat, so ein Kartenspiel. Hab ich das nicht gelootet? Komisch. Das ist sonderbar. Wisst ihr, wer das sagt? Das ist sonderbar. So ein Turm, wo ich nicht reinkomme, ne? Weil das groß ist. Also das Mount. Muss ich mir ein kleineres Reitmount suchen? Komm ich jetzt auch nicht raus? Lass mich raus. Will nicht eingesperrt werden. Drei Wins in Hearthstone, okay. Na dann, das geht ja eigentlich. Also, das glaube ich, kriegt jeder hin. Ach so, kannst auch gehen. Ja gut, also quasi kannst du es ein bisschen tricksen, das Ganze. Dann ist ja eh easy, wenn du es gegen andere Leute machen kannst. So, wo haben wir es? Da haben wir das Ding. Jetzt weiß ich gar nicht, wann ich. Mal, wo war das Ding hier? Nö, nö, nö. Irgendwo war hier noch eins. Oder war das hier unten geflaggt? Hier flaggen so viele, dass du halt schlecht mehr durchblickst, ne? Ah, schau, da flaggt das. Ich wusste, irgendwie so unterm Felsen war noch eins drin. Eine neue Geschäftsidee. In Hearthstones verlieren gegen Gold. Das ist auch keine schlechte Idee, ja. Lol, okay. Also damit kannst du halt gut Gold machen. Nice, 102 bin ich jetzt. Jetzt schauen wir, ob wir immer noch EP kriegen über den Shit. Ich flieg mal als erstes dahinter. Jo, danke dir. Danke, danke. Also ich dachte, dass es halt nur bis 101 geht, ne? Aber ihr habt jetzt gesehen, wie schnell ich 102 war. Ich bin ja vorher erst 101 geworden hier. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Aber, ist es halt jetzt die Frage, wie lange es noch EP bringt, ne? Schau mal, was ist jetzt. Ich krieg immer noch 18.000. Trollolol, trollolol. Es geht halt immer noch weiter, ne? Okay, dann haben sie es aber definitiv gefixt, weil davor ging es halt nicht. Davor hast du halt hier dann weniger EP gekriegt. Das heißt, dass man quasi über den Shit tutti komplett sich hochbasteln kann. Das ist nice. Das ist echt nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn Spektralen Phönix? Oh, ich meine, dass du bei dem Spektralen Phönix. Na, sagst du mir, dass du, glaube ich. Da gab es so eine Rolle der Auferstehung damals. Da konntest du Spieler, lange nicht gespielt haben, wieder ein Spiel irgendwie zurückholen. Und ich meine, dass du dafür diesen Phönix gekriegt hast. Oder nee, weil das war kein Phönix, das war ein spektraler Greif, glaube ich. Und ein spektraler Windhund, ne?
Ich kann es, glaube ich, vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Der Windreiter war bei Horde und bei Allianz war der Greif, aber warte mal, sprich Zahlen Phönix gibt's doch gar nicht. Meinst du den Phönix? Das ist für ein Gilden-Achievement, wenn du den meinst. Ja, dunkler Phönix gibt's für ein Gilden-Achievement. Ach, habe ich okay, das wäre dann eigentlich ganz gut. Um 23:45 Uhr. Ah, schau, dich kann mal gebrauchen. Das war jetzt die wichtige Info, weil ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wann ich das gestartet habe. Mal hier irgendwo muss das Ding sein. Ah ja, genau, da oben im Baum ist es. Die sind teilweise echt versteckt, die Teile, ne? Aber wenn die natürlich dann irgendwer Data meint, dann ist es klar, dass die Leute das easy rausfinden. Dann ist das eh klar. Ja, dann nehmen wir die Dinger, machen wir die Dinger hier noch schnell fertig. Und dann werde ich den Tanang-Dschungel, glaube ich, in der nächsten Episode dann mal testen. Das war hier auch irgendwo, ne? Ist auch wieder auf dem Baum oben? Ah, nee, das ist hier unten. Schau mal an. Aber das ist sehr gut zu wissen, dass man jetzt den Shit theoretisch durchziehen kann, ne? Das ist echt cool. Wenn es quasi bis 110 weiter EP bringt. Warte mal. Jetzt überleg mal. Wenn du das hier noch nicht gemacht hast, einen Char hast, einfach hier hingehst, wenn Battle for Azeroth launcht und es weiter diese EP bringt, dann kannst du halt auch die 10 Level von Battle of Azeroth. In Battle for Azeroth kannst du dann die 10 Level einfach hier hochhauen. Also sollte das weiter EP bringen, weil du brauchst ja nicht sonderlich viel mehr, weißt du? Also die EP geht dann nicht krass mehr nach oben. Das wäre vielleicht sogar eine Idee. Müsste man mal gucken. Ja, du kannst im Moment die 100 noch nicht zusammenkriegen, sondern ich habe alle, die man eigentlich kriegen kann. Ich habe mit Main 96, ja. Das sind aber mit den beiden Gelkins-Fraktionen, also Gelkins und Makram, ne? Eigentlich sind es 94 Fraktionen, die du haben konntest. Dann waren es genau 6 Fraktionen, die in Battle for Azeroth wären genau 100 gewesen. Aber jetzt haben die ja Gelkins und Makram noch reingebastelt, dass du die auch noch auf Ehrfürchtig kriegen kannst. Und somit sind wir jetzt halt bei, ja. Sind wir jetzt quasi bei 100, bei, nee, sind wir jetzt halt quasi bei 96 plus die 6, die wir kriegen kannst, also 2 mehr. Wie es bei der Horde ist, weiß ich nicht genau, weil ich glaube bei der, warte mal, das ist doch bestimmt wieder auf dem Baum oben, ja, ich dachte es mir schon. Bei der Horde hast du ja, glaube ich, Talisrasra oder wie das heißt, das ist irgend so eine Stadt im Blutelfengebiet, die irgendwie eine Rufleiste hat, warum auch immer. Und da hast du, glaube ich, immer eine Fraktion mehr gehabt als Hordler. War nie wichtig, ne, ob du eine Fraktion mehr oder weniger hattest. Aber bei so einem Achievement ist es dann halt vielleicht schon von Relevanz. Bei so einem Achievement, ja. Zudala, das machen wir auf. Ach, das schau mal, das war was ich noch nicht getransmogt hatte. Anscheinend nie das Ding aufgemacht mit einem hier Paladin, ne, der ein Schild tragen kann. Wobei, mit einem Warrior habe ich das doch bestimmt auch hier schon mal gemacht. Komisch. Nie der Transmog gezählt. Schau, ich habe schon wieder ein halbes Level. Jetzt werden wir vielleicht. Naja, obwohl Dings wird nicht mehr ganz reichen auf 3, auf 103, aber seht ihr, wie schnell das geht? Das geht hier eigentlich schneller hoch als Invasion sogar, würde ich fast behaupten. Oder etwa gleich und du musst halt auch nicht auf die Invasion warten, ne? Ich bin hier vorher auf 100, 102, habe ich schon wieder ein halbes Level voll. Hab nur ein paar Sachen aufgesammelt, also das geht schon irre schnell. Sammeln wir die Dinger noch ab und dann sind wir hier erstmal durch. Und die Stunde sind wir dann auch durch. Ich fliege aber trotzdem dann nochmal in den Tannern-Dschungel und werde nur mal ein, zwei Teile testen, wenn ich sie aufmache, ob die dann auch die EP bringen oder ob die nicht die EP bringen. So, warte mal, hier müssen wir den Papagei. Habe ich jetzt den Schlüssel? Jetzt flackt er da im Wasser drin.
Ja, du musst den Schlüssel aufsammeln, sonst kriegst du das Ding nicht. Kannst du die Kiste nicht aufmachen. Das ist ja so ein Mini-Event. Ohne Fliegen ist das ziemlich ätzend, an den Papagei ranzukommen. Da musst du nämlich so komisch springen und schauen, dass du diesen Papagei erwischt. Also ich weiß noch, wo ich das damals probiert habe, wo du nicht fliegen konntest, war das schon ein bisschen ein Dreck, ja. Der ist definitiv. Da war das ein Dreck. Blöderweise ist hier gar kein Bonus-Event mehr, oder? Es gibt bloß die beiden hier oben, oder? Hier hinten gibt's ja nichts. Oder bei den Ogern war da was? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Da noch ein Bonus-Objectives ist. Thailand-Dschungel könnten vielleicht noch welche sein. Achso, gut, das Angelzeug, das bringt ja mal keine EP. So, jetzt haben wir hier noch ein paar. Wobei, da sind auch ein paar Buggy, soweit ich weiß, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich glaube, das hier ist Buggy, das geht. Oder zumindest finde ich es nicht. Vielleicht bin ich einfach zu blöd für. Ja, das kann natürlich auch immer sein. Möchte ich nie ganz ausschließen, dass ich einfach inkompetent bin. Aha, der Kristall, den brauchen wir. Die neuen Hyänen freischaltet. Erst, ich weiß nichts von neuen Hyänen, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was du meinst. Ist das eine Fraktion? Ist das irgendein Pet oder was meinst du mit Hyänen? Das glauben wir nicht, okay. Ach, ein Mount, okay. Nee. Ich hab jetzt da mich noch fast nicht informiert, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Das werde ich jetzt die Zeit vor Ding mal machen. Also die nächste Zeit mal diese ganzen Sachen angucken, wo man sich farmen kann. Aber das wollte ich relativ zeitnah vor dem Addon machen. Und nicht schon 5, 6 Monate davor mir alles im Detail angucken, weil das kann ich mir eh nicht merken, weißt du? Dann ist es wieder alles quasi vergessen und quasi die Liebesmühe umsonst gemacht, ne? So, jetzt haben wir da noch ein Ding. Warte, da haben wir noch so einen Helm, den kann ich mir. Und das ist, glaube ich, eins, was Buggy ist, weil das habe ich noch nie gefunden hier. Hier soll nämlich eins sein. Wahrscheinlich ist das in der Höhle drin. A random in a cave entrance is to the east. East. Hier. Aha. Aha. Da ist es drin. Alter, wie tief ist denn die Höhle hier? Da oben? What the fuck? Was ist denn das für eine Riesenhöhle? Ich glaube, ich muss da rüber, oder? Da hoch? Das ist es, glaube ich, nicht worth, das Ding hier zu holen. Was ist es denn? Alles zeigt mir an, dass es hier hinten sein soll. Ich. Ah! Schatzjäger. Jo, danke. Die Höhle sieht aber cool aus. Kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal drin war. Deswegen finde ich das Teil auch immer nicht, ne? Ja, es bringt ja nichts drüber aufzuregen, ne? Es ist oft so, dass die Ali halt irgendeinen Gaul kriegt und die Horde was Cooles, ja. So, warte mal, jetzt sind wir hier soweit durch. Jetzt würde ich sagen, ich porte mich einmal rüber in die Garnison, dann kann ich nämlich fix nach Tannern. Oder halt, ich habe noch eins vergessen. Warte, ich habe oben noch eins vergessen. Nehmen wir das noch mit, das letzte. Weil ich will mal gucken, wie hoch man maximal hier kommen kann. Quasi. Und dann, ja. Das nehmen wir noch mit. Schau mal, ich bin jetzt schon fast 103, ne? Durch das hier. Da überhole ich sogar meinen Hochbergtauren noch. Wie ich. Ja. Kautela ist, glaube ich, in der Horden-Community einmal drin, ne? Da habe ich wieder die Dinger nicht rausgezogen. Damals bin ich.
Also zwei Drittel schon oder sogar mehr als zwei Drittel auf 103. Jetzt fliege ich nochmal ganz fix zum Tanan-Dschungel rüber und schaue mir da mal an, ob man im Tanan-Dschungel quasi auch EP bekommt, wenn ich da einen Teil aufmache. Da bin ich mir nämlich nicht sicher, das weiß ich nämlich leider nicht. Haben wir halt schon 1 Uhr, ne? Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist definitiv richtig. Also das ging ja jetzt alles echt schnell, ne? Das ging ja jetzt eigentlich alles recht zügig. Ja, also wenn das alles weiter EP bringt, dann muss ich fast mit dem Druid. Also jetzt muss ich mal gucken, was mit dem Tanan-Dschungel los ist, aber dann muss ich fast das nächste Mal mit dem Druid noch den Tanan-Dschungel basteln, ne? Gut, die sind alle in der Höhle drin, ne? Da will ich jetzt mal nicht reingehen. Wenn jetzt nur mal ein Ding uns schnappen und schauen, ob das, oder ein, zwei Dinger, um quasi zu schauen, ob sie EP bringen. Ist ein Ra-Mob-Drop, okay. Hier war, glaube ich, immer eins drin, ne? Die Mobs stark hier. Warte, wir desorientieren sie mal. 18.000 EP. Also die Viecher bringen definitiv EP hier. Definitiv. Ich frage mich, ob es hier auch Bonusziele gibt. Das müsste man auch mal abchecken. Oder hier gab es, glaube ich, immer auch Bonusziele. Da müsste man mal abchecken, ob man... Warte mal, konnte man sich nicht auch in der Garnison so Pläne holen mit Bonuszielen? Das wäre doch auch eine geile... Also wenn jetzt mal so einfach mal ein bisschen rumgesponnen. Wenn die normalen Bonusziele, die du quasi hier zusätzlich holen kannst, wenn die EP bringen würden und du quasi dann und du quasi die dann kaufen kannst und die dann immer schnell durchballern kannst, dann würdest du ja richtig schnell EP kriegen können. Warte mal, ach schau mal, hier oben ist ein Dings. Ach nee, das ist einer von diesen Angriffsdingern. Jetzt schauen wir einfach mal. Ob ich da, ob es da Bonus, also ich glaube, hier gab es immer auch eins, ob man da quasi dann gut was kriegt noch. Oh, hier ist eine Kiste. Ja, also du kriegst von allen gleich viele P, immer schön die 18.000. Also das funktioniert auf jeden Fall. Das könntest du wahrscheinlich, wenn du. Ich habe zum Beispiel hier auch noch offen, ne? Das könnte man dann auch noch mitnehmen. Könnte man bestimmt nochmal einiges machen. So, jetzt haben wir zwei. Ach, das ist irgendwo da drin. Ich will jetzt aber noch, warte mal, die mache ich jetzt nicht alle auf. Ich will jetzt nur wissen, ob es hier irgendwo ein Bonusziel gibt. Und dann gehe ich aber in die Haia und dann mache ich das nächste Mal. Dann kann ich das nächste Mal das hier noch fertig machen. Und das Gebiet, ne? Dann kriege ich bestimmt nochmal ein, zwei Level. Und dann ist der Char wahrscheinlich schon 103, 104 oder irgendwas. Und das geht doch dann ganz gut ab. Aber nee, hier ist nur so ein Event, oder? Was ist denn das hier? Ach, das ist dieses Blut-Dings-Event. Ah, okay. Warte, lass mal da nach unten fliegen. Und hier war, glaube ich, immer eins, wenn du reingeflogen bist, hast du so ein Bonus-Event gehabt. Meine ich doch. Ja gut, den EP-Trank kannst du nicht mehr nutzen. Also die 20% mehr kriege ich nicht mehr. Deswegen kriege ich auch ein bisschen weniger EP jetzt von den Dingern. Sonst würde ich wahrscheinlich genau das gleiche kriegen. Schau, die kann ich das. Oh scheiße, das war jetzt nicht gut, da drauf zu drücken. Bubble? Glück habe ich eine Bubble, das sage ich dir. Jo, Iron, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Ich will jetzt bloß noch dahin, um einmal zu testen, ob man quasi hier einen Dings hat. Hier hat man doch immer, wenn ich reingeflogen bin, am Anfang auch ein Bonus-Event gehabt. Oder war das nur, wenn du das freigequestet hattest? Das kann natürlich auch sein. Okay, anscheinend kriegst du hier
Kein Bonus-Event, das musstest du anscheinend freiquesten. Okay, das mache ich natürlich nicht, das rentiert sich nicht. Da könntest du nämlich auch genauso gut in Legion quasi dann questen. Okay, gut, das war's dann soweit. Das werde ich das nächste Mal noch abklappern, das Zeug. Ja, dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Leveling-Video. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.